fangen an. Hallo liebe Leute, ich bin Daxin von Vienna PM und dieser Vortrag richtet sich an die vielen hier erschienenen Hochschulstudenten, die bisher nur selber programmiert haben, aber auch mal bei einem anderen Projekt mitmachen möchten, aber finden nicht den rechten Anfang. Aber es geht ganz einfach. Ist in 10 Minuten zu lernen. Gut, also Fallstudie. Wie macht man gewisse Wörter in einem WorkDocX-Dokument fett? Das war eine tatsächliche Fallstellung. Ist tatsächlich passiert. Das Problem an sich ist ganz einfach zu lösen, wenn man das nur für sich machen möchte. DocX ist nämlich kein binäres Format wie die Version davor, sondern ein ZIP-Archiv mit XML-Dateien drin. Und schauen wir uns mal hier ein Beispiel an. So, ach, das ist schon fett. Gut. So. Machen wir es ein bisschen größer. So, und unsere Aufgabe ist, wir wollen jetzt das mittlere Wort fett machen. Ja? Das geht recht pragmatisch. Das ist ein ganz einfaches Beispiel nur, damit wir auch in 10 Minuten fertig werden. So, und wollen wir mal herausfinden, wie das geht, ohne großartig viele Specs zu lesen. Schauen wir uns mal das XML-Dokument an. Hier ist unser Text drin zu finden. Hier in diesem Abschnitt seht ihr das, Fubar Quox. So, und wenn man es dann fett macht und abspeichert, dann wird dann etwas anderes draus. Dann wird der Text nämlich aufgespalten in 3 Bereiche. Hier in diesem, da ist das Wort Fu. Dann hier in der Mitte, da ist das Wort Bar. Und das B steht offensichtlich für Bold. Ja? Und dann hier am Ende haben wir das Wort Quox. Gut, also. Und in allen stehenden Programmen können wir es dann einfach rausprogrammieren. Wir brauchen also ein Dings, was mit dem ZIP-Archiv umgehen kann und ein Dings, was mit dem XML umgehen kann. Und da gibt es ja Standardlösungen auf CPAN. Und ja, das sieht dann so aus. Hier unten ja, haben wir einfach, wir möchten diese Datei beackern und hier ist unser Wort, was wir suchen. So, und ist auch wieder ganz einfach. Wir packen das ZIP-Archiv hier aus, holen uns die gepackte Datei da drin raus, dann parsen wir das XML. So, und jetzt kommt der Hauptteil. Es ist ein bisschen grummelig. Wir durchsuchen jetzt alle Stellen, wo Text vorkommt. Und dann gucken wir, finden wir hier unser Wort in diesem Text? Und wenn nicht, springen wir raus und machen weiter. Aber wenn wir dieses Wort finden, dann schneiden wir diesen Textring ab und da ist hier der Anfang vom Teil bis zu dem Wort. Und dann kommt unser Wort selber und dann der Rest von dem String. So. Und dann kommt ein bisschen kompliziertes XML, das überspringen wir jetzt mal im Detail. Aber wie gesagt, diese 3 Teile, die versinnbildlichen schon, dass wir hier den Anfang haben mit dem Originalteil und dann hier haben wir unseren fetten Teil mit unserem Wort in der Mitte. Ja, und dann kommt der Rest am Ende. Ein drittes Ding, okay? Gut. Und dann machen wir weiter im Vortrag. Ja, das funktioniert auch. Wollen wir mal auch ausprobieren. Perl. Wie hieß das Ding? Markup Bold. Und Dateiname stand schon drin. So, keine Fehlermeldung, also war es erfolgreich. Und gucken wir uns jetzt unsere veränderte Datei an. Ein bisschen größer. Ja, und das ist fett. Also es funktioniert. Hat geklappt. Gut. Nun erfahren wir, es gibt schon eine Softwarebibliothek für DocX namens Document OOXML. So ist der interne Name von der Spezifikation von dem Format. Aber Fettschrift von Wörtern fehle noch. Und wir beschließen, es hinzuzufügen, damit alle zukünftigen Benutzer von dieser Bibliothek davon profitieren mögen. So, müssen wir eine geeignete Stelle finden, um unseren Code einzubauen. Und das ist die Sache, die sicherlich nicht in 10 Minuten machen lässt. Das ist dann wie dieser tolle Comic. Wie zeichnet man eine Eule? Ja, man macht zuerst 2 Kreise und dann macht man den ganzen Rest. Also das ist der schwierige Teil für einen Anfänger. Man muss tatsächlich den Code von der besagten Library lesen und verstehen und gucken, wo kommt jetzt unser Code hin und wie fügt er sich in die bestehende API ein. So, und dann machen wir es mal von außen statt von innen. Schreiben wir mal einen kleinen Testcase. Muss kein wirklicher .t-Test sein, sondern wir überlegen mal, wie die äußere API aussehen könnte. Haben wir unseren Code dann. Auch ganz einfach, hier wird unser Modul benutzt und diese Methode ist schon verfügbar zum Lesen von dem Dokument. Und diese Methode ist schon verfügbar zum Rausschreiben, hier unter einem neuen Namen. Und was wir dann implementieren, ist dann das hier, das ist neu, Zeile 7. Und unsere API sieht dann so aus, hier ist Methodenname und dann wie vorhin bei dem anderen kleinen Standalone-Programm haben wir dann einen geben wir so das Wort an, was dann fett gemacht werden soll. Okay?
So, wie geht's weiter? Der innere Teil der API, also wenn dann Markup Bold aufgerufen wird, wo soll es denn sein? Ja, nach ein bisschen Forschung stellt man dann fest, ja, das fügt sich gut an der Stelle hier ein. Lib-Document, hast du nicht gesehen? Hier? Nee, hier? Ja, hier. So, und habe ich dann einfach am Ende diese Methode hinzugefügt. Und wie ihr seht, der größte Teil konnte man 1:1 übernehmen. Und die einzigen Änderungen waren dann hier zu sehen, ja, wir haben dann nicht mehr, wir bearbeiten nicht mehr das Dokument, also das SIP-Archiv, sondern hier an der Stelle kriegen wir schon den fertigen XML-Bau zum Herumfriemeln. So, und am Ende brauchen wir auch keine Datei speichern, weil das macht ja dann die andere Methode. Wir geben dann einfach nur, oder wir belassen den Baum nach der Veränderung so, wie er ist. Und dann die Speichermethode weiß dann schon, was damit zu tun ist. So, das war relativ einfach, weil der XML-Parser ist zufälligerweise gleich. Und angenommen, wir hätten zu Anfang einen anderen XML-Parser genommen, dann müsste man eben die, jetzt auch noch die API von dem umschreiben, damit es äquivalent von der Funktionalität ist. So, und probieren wir mal dieses Programm aus. Schauen wir uns die Eingabedatei an. Input, docx, so. Ja, also da haben wir wieder unseren Text ohne Fett. Okay, wir haben keine Output-Datei. Perl i lib. Diesen hier mit dem ersten Parameter als Eingabename. Auch wieder keine Fehlermeldung. Und jetzt haben wir hier eine Ausgabedatei und schauen wir uns die an. Und das hat auch geklappt. Ja, kein Wunder, war ja auch fast derselbe Code. Gut. So. Hä? Und derselbe Text. Ja. Aber man könnte auch irgendeinen anderen nehmen. Ich habe nicht viel probiert, aber es ist ja nur ein 10-Minuten-Vortrag, ne? So, also nun sind wir fertig. Was nun? Nun schicken wir den Code an den Autor bzw. Maintainer, der verantwortlich ist für dieses Modul. Aber bitte nicht den kompletten Code, sondern nur den Unterschied. So. Und dafür gibt es... das schon Jahrzehnten in Benutzung ist, das Austauschformat Diff. Und dann an der anderen Seite verwendet dann der Maintainer das Wartungswerkzeug Patch, was dann den Unterschied dann hinzufügt an den eigenen Code und dann den gewünschten erzeugt. So, und das geht dann so. Am einfachsten macht man ein pristines Verzeichnis, wie es vor der Änderung war, und dann das Verzeichnis, an dem ihr gearbeitet habt. Dann sagt man Diff rekursiv und dann U ist Unified, das ist nur der Name dieses Formats. Und dann leitet man das um in eine, das ist eine Zeile, leitet man das um in eine Diff-Datei. Die kann man auch mit einem Texteditor aufmachen und reinschauen. Das ist ein einfaches Format, plus kennzeichnet hinzugefügte Dateien, minus gelöschte Dateien. Ganz einfach zu verstehen. Oder wenn man mit einem etwas komplizierteren Werkzeug arbeitet, nämlich Git, was in breiter Verwendung ist, dann ist das Äquivalent davon Format-Patch. Und dann purzeln dann am Ende Dateien raus, die ganz ähnlich innen drin aussehen, aber haben dann diesen Namen. So, und diese Diff-Datei kann man dann per E-Mail an den Maintainer verschicken, oder wenn er einen öffentlichen Bug-Tracker hat, kann man dann die dort hochladen, oder weil es ja auch reiner Text ist, so direkt einfügen, je nachdem, wie das derjenige haben möchte. Und dann ist man im Prinzip fertig und der Rest ergibt sich dann im Dialog ganz alleine. So, wer kann dann weitere Hilfestellungen geben, wenn das jetzt nicht ausreichend war? Man kann zur Webseite perlmonks.org gehen, da gibt es eine Unterabteilung Seekers of Perl Wisdom, die erklären dann einem die Sachen, die hier vielleicht noch fehlen oder nicht ganz verständlich waren. Dann gibt es eine extra Mailingliste, die sind hier zu finden. Die zwei sind vielleicht ganz praktisch für Leute, die noch anfangen. Oder auch geht zu eurer örtlichen Benutzergruppe für Perl-Leute. So, das war's. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.